Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Seit kurzer Zeit gibt es im Spiel Ghost Recon Wildlands ein neues Kostüm, eine neue Montur, wie man es auch immer nennen möchte, und zwar die Assassin's Creed Montur, beziehungsweise ein an Assassin's Creed angelehntes Kostüm. Das Ganze kann man im In-Game Store für 2100 Credits erwerben, oder aber auch erhält man das Ganze kostenlos, wenn man auf demselben Account, wie man Wildlands hat, Assassin's Creed 4 Black Flag besitzt. Teil dieses Ausrüstungssets ist einmal die Montur von den Assassinen. Das ist ganz einfach so ein weißer Hoodie, sage ich mal, mit der typischen Assassin's Creed Kapuze. Auf der Schulter haben wir dann noch so dieses Assassinen-Symbol und unten geht dann die Montur in diesen typischen, ich weiß nicht, wie man es nennt, Schwalbenschwanz, so sieht es aus. In denen geht das Ganze dann über. Das ist, glaube ich, auch sehr typisch für die Assassinen-Monturen. Da fallen mir ein paar Assassinen ein, die das ähnlich genutzt haben. Als zweites bekommen wir dann die Jackdaw-Pistole. Da sehen wir dann auch, warum Assassin's Creed 4 ausgerechnet wichtig ist, denn die Jackdaw ist das Schiff vom Hauptcharakter aus Assassin's Creed 4, Edward. Und das Ganze ist auch angelehnt, beziehungsweise ist sogar eine Piratenpistole. Die ist hier reich verziert mit Goldelementen hier an der Seite. Und hier können wir auch die Assassinen-Symbole sehen mit so einem kleinen Piratenkopf drin. Der Schaden dieser Pistole ist enorm. Das geht aber allerdings auf Kosten erstens der Reichweite und zweitens der Feuerrate. Denn die Reichweite, habe ich ausprobiert, ist nicht wirklich groß. Es ist eher wie so ein Schrotgewehr, ja. Man muss schon wirklich näher an die Gegner ran. Und zur Feuerrate kommen wir nachher nochmal, das möchte ich euch dann im Spiel zeigen. Und dann gibt es noch die sogenannte Assassin's Creed Augenklappe. Ich weiß nicht, ob das einfach ein Benennungsfehler ist oder ob der Sticker wirklich so heißen soll. Das ist nämlich ganz einfach hier nur so ein Assassinen-Aufnäher auf dem Rucksack. Vielleicht hatte man da auch vorher gedacht, man erstellt in Anlehnung an die Piraten noch irgendwie noch eine zweite Augenklappe für den Charakter. Allerdings ist das wirklich nur so ein Aufnäher für den Rucksack. Okay, dann gehen wir jetzt mal rüber ins Spiel. So sieht das Ganze dann aus. Ich stelle mich mal hier in die Sonne, da sieht man das, glaube ich, besser. Ja, sieht eigentlich ganz cool aus. Ob ich es jetzt im Spiel tragen würde, weiß ich nicht. Keine Ahnung, das nimmt irgendwie so ein bisschen das Spielgefühl raus, finde ich, wenn man sich als Assassine verkleidet. Aber es ist ein ganz nettes Gimmick und kommen wir jetzt mal zur Pistole noch zum Schluss. So sieht sie aus der Überschulterperspektive aus, so hier aus der Ego-Sicht. Schieß mal. So, jetzt haben wir einen Schuss und dann steht da schon Nachladen. Ich drücke mal auf R und dann passiert das. Er muss also die Kugel wieder in die Pistole stopfen mit diesem Gerät, dieses kleine Stückchen, ich weiß es nicht. Man kennt es aus Piratenfilmen, es dauert ewig, ehe das dann nachgeladen ist. Ganz so lange dauert es ja nicht, aber es ist trotzdem schon länger als bei normalen Pistolen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das dann so wirklich eine gute Alternative ist zu einer normalen Pistole. Ich würde es vergleichen mit dieser kleinen Schrotflinte, die man als Handwaffe nehmen kann bei Division. So in etwa ist das ja auch mit dieser Pistole. Sehr stark, aber extrem lange Nachladezeit und wenn man von mehreren Gegnern umzingelt ist, wahrscheinlich eher nicht zu empfehlen. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir alles, was es hier zu erzählen gibt. Ich werde dasselbe, oder ich werde noch ein Video zu der Division-Ausrüstung machen. Vielleicht schaut er da auch nochmal vorbei. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.